dunkle Parabelritt auf YouTube. Normalerweise streame ich nicht. Ich habe auch nicht vor, Streamer zu werden, YouNower zu werden. Aber ich habe mir gedacht, ich könnte euch ja vielleicht auf diesem Wege vielleicht auch mal erreichen, auch mal persönlich erreichen, dass man vielleicht auch mal ja, möglicherweise die eine oder andere Frage beantworten kann. Und ja, es ist mein erster Stream. Ich sehe hier schon eine ganze Menge Metal-Leute an der Seite. Das ist ja ganz klar, ist ja Rainer Winklers Portal mehr oder weniger. Der hat ja die Macht übernommen, die Kontrolle übernommen. Ich schau mal, was hier drin steht. Keine Ahnung, was. Leute, das ist ja alles Schafe. Okay, kann ich mir. Was bringt die Schafe irgendwas, außer dass es eine Anspielung aufs Regenbogenschaf ist? Ich weiß es nicht. Vor allen Dingen nach diesem Interview hat sich die Zuschauer-Community vom Drachen ja ziemlich gespalten, ne? Ja, welches Video meinst du? Du meinst du das Erdbärchen, den Erdbärchenvorfall oder was? Ja, das war moralisch, sage ich mal, sehr, sehr, sehr grenzwertig, fragwürdig. Hat mir auch keinen Spaß in dem Moment irgendwie bereitet. Ich meine, das war dramaturgisch aufgezogen, aber Dorian ist ja generell eher so der Untermensch als der Untermensch, ne? Und ja. Ja, das sind, weißt du, es gibt halt Sachen, man kann fremden Content sag mal, parodieren, man kann damit arbeiten. Ich finde das auch so Poop-Sachen, finde ich super. Und dann kann man, ich weiß nicht, wie man das ausdrücken kann, halt einfach irgendwie sein Ego da dran hochziehen. Ich verstehe, was du meinst. Was hältst du von der Sache mit der Feuerwehr? Das ist auch nur so peripher an mir vorbeigegangen. Haben sie den jetzt eigentlich gekriegt? Oder? Soweit ich weiß, hat der, also der war wohl mit einem VoIP-Bot in einem Teamspeak. Auf dem Teamspeak war ein Telefonbot über Proxy. Also nein. Okay. Ist wohl, ja, also war wohl sehr heftig aufgezogen. Es gab jetzt wohl, hatte ich in der Zeitung gelesen, hier in Halle auch, also ein richtiges Swatting von einem YouTuber, der so Gaming-Zeug macht. Ist mir kein Begriff gewesen, aber der war wohl wirklich mit SEK und allem möglichen. Ja, Swatting, ne? Ja, ganz klassisch. So. So, schauen wir mal hier. Ein waschechter Wikinger. Ach ja, Hagrid, ja. Das ist übrigens der Typ, der die Metal-Flirt-Seite ins Leben gerufen hat. Metal-Flirt kennt ihr, also wenn ihr erbärmlich und einsam seid, dann könnt ihr euch so auf dem letzten Weg vielleicht doch noch irgendwas da angeln. Nee, im Ernst, die Seite funktioniert wirklich, man kann da auch nette Menschen kennenlernen, jetzt nicht unbedingt zum ja, irgendwie was miteinander anfangen unbedingt, aber Freundschaften sind da schon möglich. So. Und jetzt wird hier nach Hans Blix gerufen. Gerade mal nicht. Jetzt muss ich mich erstmal hier um so ein paar Fragen kümmern. Ne? Schmerzritter. Bist du Daniel Richter? Wer ist Daniel Richter? Welcher Gast denn? Hier ist noch ein Gast. Ach, nee, das ist er doch nicht. Nee. Nee, ihr könnt mich nicht täuschen. Der Rainer wollte zugucken, weiß nicht, ob er es jetzt macht. Tatsächlich ist er ja auch irgendwie gerade gedrosselt, Internet gedrosselt und deswegen kann er es vermutlich nicht sehen. Wenn Rainer zuguckt, dann hallo Rainer, fühl dich gegrüßt. Ja, das ist nicht der Drachenlord, das ist jetzt quasi so ein anderes Profil. Magst du Delfine? Na klar mag ich Delfine, diese Geräusche. Ich wollte es gerade nachmachen, aber ich glaube, das klinge würde total retardiert klingen, wenn ich das versuchen würde. Ich finde Delfine super. Ich weiß aber nicht, ob sie gut schmecken. Ich glaube, man darf die auch gar nicht essen, oder? Darf man Delfine essen? So, frag Ritter, hast du mal Blue geritten? Nein, ha! Ja, also Blue ist ja das Pferd von Rainer. Das ist ein, ja, ich weiß nicht, ob das Pferd reitbar ist. Es stand auch weiter weg. Ich konnte es nicht mal streicheln. Das finde ich schade. Ich wollte es eigentlich mal streicheln. Aber ich wollte dem Pferd dann seine Ruhe lassen. Nein, ich habe Blue nicht geritten. Was gibt's denn hier noch? Wer ist Hans Blix? Verdammt. Der ist doch gar nicht als Gast hier. Was ist denn da? Frag DPR, was hältst du vom... Nee, das hatte ich ja, glaube ich, gerade. Ich brauche die Brille wirklich. Es tut mir leid, ihr müsst mein Gesicht mit Brille ertragen. Ohne ist auch nicht besser, ich weiß. So. Mach dir keine Sorgen, dass deine Schüler...
Tatsächlich, so. Hol den Hans rein. Wo, hier ist kein Gast, der hier irgendwie Hans Blix heißt. Jeden Montag oder. Nein, nee, Montag nicht. Montag ist mein Kinotag eigentlich. Also normalerweise bin ich montags immer im Kino. Vielleicht dienstags. Oh Gott, was. Leute, könnte mir mal ganz kurz jemand erklären, wer Hans Blix ist? Und warum ich den hinzufügen sollte? Ha, schaust du Filme in 3D im Kino? Ja, ich muss ja. Ich finde das total unfair, weil ich meine, ich sehe das 3D ja trotzdem nicht. Also, ich sehe es dreidimensional, aber das im Kino, das wirkt einfach nicht, weil sonst könnte ich ja nicht Auto fahren, wenn mein Gehirn dann nicht in der Lage wäre, das umzurechnen. Ist jetzt halt so. Er ist berühmter Junauer, Hans Blix. Was ist denn das alles hier? Fick dich, Delfin. Drachenthema ist doch ausgelutscht. Na klar, ist das Drachenthema ausgelutscht. Ja, ich habe das von Rainer und der EMP gehört. Das hat man vorhin schon im Thema, als Thema. Im Endeffekt kriegt Rainer von der EMP Klamotten dafür, dass er Werbung macht. Zu so einem gewissen Betrag, glaube ich. Hörst du noch öfter streamen? Na klar. Allerdings weiß ich nicht, ob ich das jetzt regelmäßig jede Woche zweimal mache oder so. Ich glaube, ich hatte mal so ein Hater-Video zu Bibis Beauty-Channel Palace-Dingens gesehen und da hat irgendwie die Analyse gelautet, dass man zweimal in der Woche streamen muss, um Partner zu werden oder sowas. Also keine Ahnung, ich streame mal, wenn ich wirklich Zeit und Lust drauf habe. Vielleicht nächsten Dienstag nochmal. Wie gesagt, Montag ist mein Kinotag. Wie lange hörst du schon Metal? Ich höre jetzt schon Metal, seit ich 11 Jahre alt bin. Hört doch auf Saarland. Was soll das sein? Feuerengel, klar, ignoriere ich dich, Etzela. Ja, ich würde ja den Gast reinnehmen, aber mir wird hier irgendwie keiner angezeigt gerade. Oder bin ich da einfach wieder nur zu blöd dafür? Ah, doch, doch, hier, ich sehe es gerade. So, dann mache ich das jetzt einfach mal. Ich gucke jetzt einfach mal, was der Gute mir zu sagen hat. Na? Finde ich richtig toll. Hörst du mich denn gut? Ja, ich höre dich. Ja, erzähl doch mal, was ist denn für dich eigentlich echter Metal? Das würde mich mal so ganz persönlich interessieren. Echter, ach, weißt du, echter Metal, das ist so eine Kategorie. Weißt du, wenn man über was reden muss, um es herauszustellen als etwas Besonderes, dann ist man per Definition ja ein Poser. Ne? Das ist kein Wort, das ich immer benutzen würde, aber ich finde es traurig zu sagen, was echter oder falscher Metal ist. Weißt du, das Ja. ist einfach meine Einstellung. Ja, ist es für dich denn mehr als einfach nur dem Zeltnachbarn den Flaschenöffner auszuleihen, oder? Ach, du meinst jetzt vom Lebensgefühl her? Ja, genau. Was würdest du denn als mehr als den Flaschenöffner ausleihen einschätzen? Also was ist da mehr? Na, ich würde einfach sagen, muss man denn Mettler sein, um dem Zeltnachbarn einen Flaschenöffner auszuleihen, oder ist das nicht eigentlich was ganz Selbstverständliches? Also, was macht denn den Mettler so besonders auf so einem Festival? Ich glaube, solche Hilfestellungen sind das gar nicht mal. Ich glaube, es geht eher um so ein Gemeinschaftsgefühl. Wenn man in so einer Meute da auf einem Metal-Gelände da rummettelt, da ist man irgendwie verbunden dadurch, dass man so ein gemeinsames Thema hat. Ich meine, die Musik hört man ja auch meistens nur, wenn man eine gewisse Einstellung zum Leben hat. So habe ich das bis jetzt festgestellt. Man kommt mit den Leuten sehr schnell über ein gewisses Thema ins Gespräch und hat viele Anknüpfpunkte, weil man in vielen Dingen halt die gleichen Überzeugungen hat oder gleich denkt. Das heißt natürlich nicht, dass jeder gleich ist, ne? Ich finde einfach nur, dass der Metal an sich als Thema immer eine gute Grundlage bietet, um mit den anderen ins Gespräch zu kommen. Also ich habe leider noch keine anderen Festivals besucht. Das ist mir dieses Jahr leider nicht gelungen. Ich wollte mal zum Sputnik Spring Break fahren. Oh ja, sehr schönes Festival. Da hat ein Kumpel von mir aufgelegt, also so inoffiziell. Die haben irgendwie so ein 12-Meter-Zelt damit hingehuckt und haben das da einfach hingestellt und da einen weiteren Floor aufgemacht. Hatte ich nur leider nicht geschafft dieses Jahr, aber es ist in Planung und ich will es einfach mal mitkriegen. Ich habe viel Negatives gehört. Mal sehen.
Also, wenn du jetzt für die langweiligen Juno-Streams hier zuständig bist, wird dann der Drachenlord eigentlich deiner Meinung nach der erfolgreiche, unterhaltsame Metal-Format-Bringer auf YouTube sein? Oder wie läuft es dann jetzt in Zukunft ab? Ach nee, ich bin doch nur mal so nebenbei auf Juno, weil ich gerade mal 2 Stunden Zeit hatte und werde jetzt auch nicht immer streamen, sondern nur mal ab und an, wenn ich gerade nichts Besseres zu tun habe. Weil ich weiß nicht, so richtig ist Streaming nichts für mich. Also wenn ich was zu erzählen habe, beziehungsweise Fragen beantworten kann, dann finde ich das super, aber nicht immer und nicht einfach nur um des Streams willen. Ich hoffe, dass Rainer jetzt quasi seinen Upload-Plan durchzieht und dass da jetzt Metal-Formate kommen. Und er hat ja jetzt mit EMP scheinbar auch einen Partner gefunden. Ja, also ich habe gehört, dass diese Partnerschaft nur so ein Hirngespinst der Hater war, aber mehr möchte ich dazu jetzt auch nicht sagen. Ja, wie ist es jetzt eigentlich dann so bei dir? Also du möchtest jetzt ja öfter streamen oder ich bin halt der Meinung, du müsstest etwas mehr auf den Chat eingehen und weniger beim Reden quasi in die andere Richtung schauen. Also man sieht so ein bisschen, dass du beim Reden einfach nicht auf den Chat achtest. Also wenn ich so gucke, gucke ich direkt auf den Chat. Ich habe mir das hier so aufgebaut, okay. dass ich quasi die Kamera daneben positioniert habe, damit ich so ein bisschen im Blick habe. Ah, okay. Ich gucke da hin. Das geht ja aber teilweise so ratzfatz schnell, dass ich auch leider die Fragen gar nicht nachverfolgen kann. Das ist manchmal ein bisschen... Ja, solche Spammer gehen einem richtig auf den Sack, das kenne ich. Ja, und wenn ich die Brille nicht aufhabe, dann ist es sowieso schwierig, aber ich finde, die verunstaltet mich ungeheuer, obwohl das eine randlose ist. Ne? Oder? Es geht. Also ich finde... Ganz ruhig ehrlich sein. Also ich finde, die Brille steht dir so gut, wie mir meine steht, würde ich sagen. Ja, wie ist es eigentlich so in der Metal-Szene? Kannst du mir das vielleicht mal so als Außenstehender erzählen? Also was ist so, wie ist die Stimmung so über das Thema Drachenlord? Also bist du wirklich der Metal-Held oder ist in Wahrheit der Drachenlord? Nochmal, ich habe das jetzt so... Also wenn ich jetzt ein ganz normaler Mettler bin, würde ich dann da den Drachenlord kennen oder kenne ich wirklich eher nur dich? Keine Ahnung. Also ich kenne Rainer schon seit... Also seine Videos kenne ich schon seit 3 Jahren oder so, weil ich das auf YouTube generell verfolge, was er so macht. Einfach weil man ja die Metal-Szene auf YouTube verfolgt. Ich denke, man kennt sowohl mich als auch ihn, einfach weil er ja auch sehr rumgegangen ist. Also ich war ja auf dem Tuber Days in Köln und da kannte ihn ja auch jeder im Endeffekt. Ne? Also warum sollte man ihn da nicht kennen? Okay, also da herrscht keine Konkurrenz oder sowas zwischen dir und ihm. Du hast keine Angst, dass er dir da ein bisschen den Rang abläuft als YouTube-Star. Du hast natürlich diese Schlagworte so richtig schön so mir entgegen. Ne? Du willst, dass ich da drauf eingehe und drauf anspringe auf sowas wie YouTube-Star. Mir ist das völlig egal, wer irgendwelche Videos irgendwo macht. Was mir wichtig ist, dass man einfach miteinander kommunizieren kann und vielleicht auch was zusammen produziert, keine Ahnung. Also, finde ich auf alle Fälle gut. Deshalb denke ich einfach mal, ich lasse dich jetzt wieder weiter streamen und Fragen beantworten. Ja, dann man sieht sich. Ciao. Oder auch nicht. Ciao, Kakao. So. Naja, das gute Regenbogenschaf. Man muss ja auch mit allen mal reden. Da ist jetzt wenigstens diese ganze Hans-Blix-Geschichte durch. Jetzt müssen wir aber mal gucken, was hier noch an Fragen sind. So. EMP Top Vader. Also im Endeffekt war es ja schon wieder eine ganze Menge Schleichwerbung, oder? So. Ich glaube, ja. Hashtag 21 Uhr. Es ist tatsächlich 21:01. Ich glaube, ich beende jetzt den Stream. Ich denke, ich hatte Spaß. Ich fand es eigentlich echt ganz cool jetzt mit euch. Und ich werde das definitiv noch machen. Nochmal. Vielleicht auch öfters als einmal oder zweimal. Aber nicht mehrmals die Woche. Ich kann dir das jetzt nicht einfach so sagen. Schalt ein. Ne? Schaut einfach bei Metal für alle am Donnerstag rein. Dann erfahrt ihr Neueres. Super Kontrastprogramm zum Musiktipp. Ein Musiktipp zum Abschluss. Ein Musiktipp. Moment, ich schau mal kurz
rein, was ich gerade so höre. Ein Lied, ne? Ihr wollt jetzt ein Lied zum Abschluss. Ein Lied, was ihr anmachen könnt, was ihr jetzt, wo ihr jetzt quasi den Stream nochmal so nachfeiert. Oh, ich weiß nicht, wie man das schreibt. Dann haut euch einfach Bloodthirst von Quälertag rein zum Abschluss. Dann könnt ihr zwar nicht mehr schlafen, aber ihr habt Party. So, meine lieben Freunde, Rinjahauen. Ich beende jetzt den Stream. Vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Es hat mich sehr gefreut. Bis zum nächsten Mal.